der letzten Episode. Ja, komm, trink einfach auf jeden Fall mal. Wie bitte was? Keine Sorge, das ergibt sich. Na, guck mal, ein weiß-rotes Dach über dem Auge. Das ist wunderschön. Wow. Ja, noch keinen einzigen Fisch, aber schon Angelzeug weniger. Das ist doch der Hammer. Das ist nicht schlecht. Oh, du hast einen Fisch. Ich, oh, zwei. Das Auge sieht super aus. Wann komme ich denn endlich ins Bett? Was muss ich denn alles sagen, damit das berücksichtigt wird, dass ich wirklich ins Bett muss? Und so geht's weiter, Herzlich willkommen bei The Long Dark im Interloper-Modus in der Folge 35. Wir müssen uns mal aufwärmen. Ja, wir haben für der letzten Folge mal ein bisschen geangelt. Also wirklich ein bisschen nur, gerade so ein Tag. Ja, was man halt so ein bisschen angelt. Und ja, habt ihr mal jetzt geguckt, ob wir rüberkommen ins trostlose Marschland? Kommen wir natürlich nicht, deswegen sind wir ja noch hier. Deswegen gehen wir wieder raus. So, inzwischen hat das Wetter auch umgeschlagen. So. Dann kommt das Zeug wieder rein. Welches Zeug? So viel ist es ja nicht. Okay, dafür müssen die Fische mit. Das Gear nehmen wir jetzt mit drauf. Heißt das, dass du kannst noch rennen? Okay, jetzt ist nur eine Müffellinie. Okay. Ja, wir gehen halt rauf zum Seeausblick. Zum Lernen. Mal gucken. Also heute kriegen wir auf jeden Fall noch ein paar Stunden auf die Uhr. Die Bücher sind dann auch schon mal oben. Das ist ja tendenziell auch gar nicht so schlecht. Ja, meine Frau und ich waren gestern mal, haben uns mal unsere Schwägerin getroffen. Die ist, die macht gerade Praktikum in Berlin. Haben wir sie mal zum Frühstück eingeladen. Studiert halt noch. War sehr schön, sie mal wiederzusehen, weil das war, ja, müsste Weihnachten 2019 gewesen sein, wo wir sie das letzte Mal gesehen haben. Das ist schon 2,5 Jahre, das ist echt krass. Das hat halt schon in gewissem Maße das Social Distancing erzwungen. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird zu Weihnachten. Keine Ahnung. Also, vierte Impfung ist Intus. Habe ich problemlos vertraut. Ich hätte gar nichts. Als hätte ich die Impfung nicht genommen. Meine Frau war einen Tag ungefähr ein bisschen geplättet. Ging aber. Ja. Also auf jeden Fall, wir sind halt mit dem Auto reingefahren, weil Samstagmorgen ist noch nicht wirklich viel los. Das ist sehr interessant. In Charlottenburg haben sie etliche Straßen, die früher zweispurig waren, haben sie jetzt auf einspurig gemacht und eine Spur ist komplett Radweg. Das war nämlich, ich erinnere mich nämlich, das war früher, wo ich noch mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin, war das tatsächlich ganz schön heftig. Weil da sind doch auch einige Radfahrer lang gegangen und das hat dann immer zu extremen Überholmanövern geführt, weil die auf der linken Spur, die sind natürlich eher mit 60 bis 70 teilweise gefahren. Und ja, wenn du da hinten mit einem Radfahrer bist, der dann vielleicht 20 fährt und du willst dann auf einmal überholen, du kannst gar nicht so schnell beschleunigen, wie du da bräuchtest. Also ich meine, man sollte sowieso innerorts nicht beschleunigen wie ein Idiot. Mal davon abgesehen. Okay, das war genug, alles klar. Warte mal, wir legen mal die Fische gerade so. Hier ist die Schwelle, okay. Ja. Kommst du gerade ran, sehr schön. Dann isst du schon mal einen. Und dann gucken wir mal, womit fangen wir denn am geschicktesten an. Ich meine, Nähenwert würde Sinn machen, aber wir müssen halt gucken, was uns am weitesten voranbringt. Inventar. Natürlich. Toll.
Ja, vielleicht das gerade nicht. So. Feuer machen. Wie sieht's denn hier aus? Da kommen wir nicht wirklich weit. Okay, nähen kommen wir natürlich ab. Wobei der wieder sagt, wir würden höher kommen. Oh, kommen wir wahrscheinlich nicht. Das wäre kochen. Da sind wir sowieso irgendwo ganz weit unten. Und hier levelt. Also wir würden mit keinem weiterkommen. Bogenschießen würde tatsächlich auch noch Sinn machen. Dann lass uns erstmal Bogenschießen machen. Genau. I'm starving. Ja. So. 4 Stunden 16. Alles klar. Gut, nächster Fisch. Da kam auf jeden Fall noch was drauf. Also die Dreiviertelstunde kriegst du auf jeden Fall noch drauf. Oder wie wir immer das auch sind. Genau. Naja, zwischen ist Nacht. Günstige Gelegenheit. Renn mit dem Wasser. Ja, ja, ja. Bisschen schneller hier, bisschen zackiger. Wir wollen ja noch was schaffen heute. So, wie weit kommen wir? Es ist zu dunkel zu lesen. Okay, 2 Stunden, immerhin. So, noch ein Fisch. Ja, das passt eigentlich sogar. Tatsächlich. Okay, das müssen wir auf jeden Fall in Sessions machen. So, die erste Session geht 4 Stunden. Wir haben immer noch den Blizzard. Okay, dann kannst du wahrscheinlich den Rest drauf tun. Genau, ist jetzt nicht so kalt. Nebel. Und dann bleibt es wahrscheinlich jetzt erstmal schon noch kalt. Wir probieren es trotzdem. Irgendwas muss man ja versuchen. Ja, ja. Wir lernen einfach, meine Gute. Dann wird es uns warm. So, hier waren wir stehen geblieben. Hier machen wir weiter. Ja, guck mal, Temperatur steigt. Easy. Okay, jetzt haben wir schönes Wetterchen. Oh, wir sind auf Level 2 Flicken. Genau, dann machen wir ein Feuerchen. Mit der Lupe natürlich, ist ja klar. Wir haben nur Birkenrind, echt? Haben wir die ganzen Zunder abgelegt? Ja, dann gib mir halt die Zeitung, ist ja egal. Lupe, hatte ich gesagt. 75%, alles klar. Dann gucken wir mal, dass wir hier mit den Stöcken ein bisschen was hinbekommen. Come on, little fire. Da haben wir jetzt natürlich jetzt nicht so viel. Ich meine, wir könnten natürlich jetzt weiterlernen, weil wir noch Kalorien auf Tasche haben. I can't feel my hands. Ja. Ich rede auch, wenn ich alleine bin. Gut, das mache ich ja auch hier. Perfekt. Gut. Ah ja, 30 Minuten ist verkocht. So schnell müssen wir dann halt machen. Okay, die Fackel ist gut. Alles klar. Dann legen wir die gleich mal ab. Ja, über 40% wäre schon empfehlenswert. Das ist wieder zu wenig wahrscheinlich. Na, ist gerade richtig. Komm. Na, die ist allerdings oll. Halt, warte mal. Ja, komm, jetzt tu sie doch weg. Hallo. Du brauchst echt ewig, bis du da reagierst. Ja, okay. Die fügt man nicht als Brennstoff hinzu, sondern die muss man erst zerlegen. So, komm, weiter. Ach, die ist gleich komplett kalt, echt. Dann füg halt einfach noch 2 Stöcke hinzu. Vielleicht reicht das ja. Gerade nicht, okay. Oh, ich verliere jetzt massiv Prozente, weil ich ganz knapp unter 0 bin. Okay, die ist wieder Schrott. Die ist auch nicht so gut. Wie viel zu kalt ist es dir denn? Halt C. Nee, F. 6 Grad, echt? Uff. Dann machen wir das halt so. Ja, die 37 ist mir zu wenig. So, wir über 40 sein, fertig. Das ist das Limit, was ich mir setze. Ach, erzähl doch nicht. Du hast die ganze Zeit jetzt zu essen gehabt. Du bist schon wieder dick. Okay, weiter geht's. Das ist wieder zu wenig. Das ist viel zu wenig. Das ist auch zu wenig. Gott, hervorragend. Es gab mal einen Bug.
in dem Spiel. Da war es. I've never felt so cold in my life. Wieso? Ach, weil wir das rausziehen, oder was? Echt, wenn du das Feuer raus, wenn du da das rausziehst, wird's kälter. Zehn, elf Grad, okay. So, das ziehen wir jetzt raus. Ja, ach, tatsächlich, okay. Meine Güte, kannst du bitte hier mal auch richtige Fackeln? Weiß ich ja nicht. Okay, weißt du was? Offensichtlich brauchen wir da noch viel mehr. So, was wir jetzt erstmal machen ist ganz klar. Das bleibt erstmal hier. Hier bitte was? Wo ist das Wasser hin? Das wäre der Hammer. Gut. Okay. Taugt nix. Die scheint in Ordnung zu sein. 40%. Okay. Gerade die Schwelle. Sehr gut. Die ist auch nix. Weg damit. Weg damit. Die ist wieder gut. Die ist sogar sehr gut. 42%. Ah, scheiß Fackeln. Die ist wieder super. Das heißt, das ist jetzt die fünfte. Okay. So, die brennende Fackel bitte zerlegen. Ja, die ist ja heiß. Ah, die ist sogar aus. Ja, hallo? Und die bitte noch. Prozent. So, ach, die brennen alle doch, echt. Ja, das kostet natürlich ein paar Stöcke, weil das braucht ja auch seine Zeit, bis du da halt das immer zerlegt hast und dich entschieden hast und wieder abgelegt hast und neu aufgenommen hast. Gut. Hallo, Escape. Und 11% weg damit. So. Sagt das Wetter. Das Wetter ist tatsächlich auch relativ windig. Warte mal, wir legen mal die Stöcke wieder rein. Schlecht. Gott. Schlecht. Schlecht. Sehr schlecht. Okay. Komm, noch eine. Die ist wieder gut. Du hast halt nur ein paar Fackeln, die du halt aus diesem ganzen Rouge-Haufen herauskriegst. Leider schon. Na gut, aber jetzt haben wir 6, 7 Stück. Naja, also wirklich viel ist das nicht. Wie schon gesagt, zur Not geht das halt in dem Falle auf die Streichhölzer. Achso, habe ich jetzt ausgemacht. Warum eigentlich? Ist doch gar nicht notwendig. Na komm. Okay, was haben wir hier noch? Ein paar Minuten haben wir noch. Okay, wir probieren das noch einmal. Schlecht. Die ist super. Aus, 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 aus. Ja, okay, nur einmal. Weil ich die ganze Zeit halt drücke. Oh ja, die ist auch super. Halt, warte mal, aus. Hallo. Die ist wieder schlecht. Und die ist auch schlecht. Alles klar. Gut, dann war es das hier. Lernbücher haben wir nicht. Na gut, das eine halt, aber die anderen könnten wieder rein. Ja, da geht halt noch die 2 Stöcke her. Ich krieg's trotzdem nicht rein. Gut, dann tragen wir das halt runter. Das passt. Das jetzt aus. Okay. Da sind jetzt doch ein paar Fackeln rumgekommen. Gar nicht mal so schlecht.
8 Stück. Sehr schön. Ja, das ist jetzt halt noch ein bisschen zugig. Ja, jetzt brauchen wir natürlich wieder tonnenweise Steine. Ja, so möchte ich natürlich nicht laufen. Das funktioniert auch mit den, funktioniert natürlich auch mit den Fackeln nicht. Ja, die haben halt in Charlottenburg die Straßen so, so gebaut, dass du halt eine komplette Spur für Radfahrer hast, was schon mal super ist. Das regt natürlich viele der Autofahrer auf, vor allem wo die auch noch gleichzeitig auf 30 reduziert haben. Was jetzt, ich sag mal, für einen Verbrenner jetzt nicht so ganz optimal ist, weil du halt dann im sehr niedrigen Gang fährst. Das bedeutet natürlich auch, also im Vergleich zu 50, 50 kannst du ja meistens im fünften fahren und 30 vielleicht im dritten. Selten im vierten. So, das bedeutet, also selbst wenn du 50 im fünften fährst, ist da, fährst du schon extrem niedertourig. Aber das heißt halt, da steigt halt der Verbrauch. Und das machen, die schreiben halt hin 30 wegen Luftreinhalte. Da denke ich mir so, ja toll. Die Leute sollen mehr verbrauchen, damit die Luft reingehalten wird. Wenn du ein Elektroauto hast oder du hast jetzt einen Hybriden, der dann auch eine Strecke elektrisch fahren kann, da ist es natürlich praktisch, aber die meisten haben das halt nicht. Das muss man halt fairerweise dazu sagen. So, die Fackeln landen erstmal alle hier. Genauso wie das Buch natürlich. So, die Kohlen können auch erstmal wieder rein. Ja, gerade mal gucken, haben wir sonst noch irgendwas? Ja, den Rest brauchen wir eigentlich erstmal nicht. Okay. Du hast gut gegessen, meine Gute. Du hast gut gegessen. Ja, und teilweise haben die sogar die, was dann noch intelligenter ist. So, jetzt erstmal komplett aufwärmen. Dann haben sie es so gemacht, dass du hast die Autofahrerspur, dann die Parkspur sozusagen und dann erst die Radspur. Das ist natürlich extrem intelligent. Ja, mit dem Wetter möchte ich auf keinen Fall rennen. Das ist natürlich extrem intelligent, weil das bedeutet halt, erstens, es kann keiner mehr auf dem Radweg einfach parken. So nach dem Motto, ich mach mal Warnblinker an, das wird schon gehen. So wie ein typischer Autofahrer-Depp. Und der zweite Vorteil ist, die Radfahrer sind dann auch wirklich komplett entkoppelt vom Autofahrerverkehr. Was natürlich auch praktisch ist. Was übrigens, was ich auch schon gesehen habe, Rollerfahrer dann gerne verwenden, um auf dem Radweg dann zu fahren. Der dann sich hinter den parkenden Autos befindet. Also man kann ja sagen, was man will, aber die Berliner Polizei muss da echt noch eine Schippe drauflegen für die Verkehrsüberwachung. So, wir suchen übrigens Steine. Das nur, falls sich jemand fragt, warum wir jetzt in diese Richtung gehen. Ja, der Wind hat jetzt ein bisschen aufgehört. Aber ich habe das Gefühl, dass es heute ein bisschen so tendenziell ein eher stürmischer Tag sein könnte. Keine Ahnung. Wir brauchen jetzt erstmal die Steine für das Depot. Ja, wir müssen das ein bisschen umständlicher machen. Dadurch, dass wir halt permanent diesen Bewacherwolf haben. Ich meine, man könnte jetzt an dem Tag nochmal gucken, ob der Wolf da ist. So leicht wie wir sind, wäre das wahrscheinlich sogar eine Option. Da können wir auch gleich nach Steinen gucken. Ja, weil ich finde, die Verkehrsüberwachung ist in Berlin sehr stark vernachlässigt. Also wirklich sehr stark. Das ist so extrem selten, dass du hast überhaupt erstmal eine Polizei fahren siehst mit zwei Leuten. Und dann fahren die ja meistens nicht Streife, sondern die fahren dann immer zu einem, ich sag mal, Einsatz zum Beispiel. Also, das kann ja auch was sein, was weiß ich, wenn jetzt irgendwo jemand die Polizei ruft wegen Ruhestörung oder weil, was ja in Berlin auch gang und gäbe ist, dass Leute Rettungskräfte angreifen. Wo ich überhaupt nicht drauf komme, warum man das tun sollte. Ich wüsste nicht einen einzigen Grund, der irgendwie plausibel ist, dass man, ja, das ist definitiv normal. Ja, der Wolf unten ist immer noch da. Da
Wir müssen mal gucken, wir sind wahrscheinlich noch zu weit weg, als dass man da vielleicht den vorne erspähen könnte. Da ist immer noch der unten. Wie bitte was? Hier da hinten ein Wolf. So. Oh ja, wunderschön. Ich höre von da einen Wolf und von da vorne. Wunderschön. Gut, also müssen wir das mit dem Depot doch machen. Ja, dann hilft das nichts. Dann ist es leider so. Wo war denn das, wo man hier hochkam? Hier noch nicht. War das hier? Ich glaube. So extrem nah. Hallo? Achso, ein Baum. Aber, man sieht keine. Das klingt irgendwie so, als wäre hier vorne einer, direkt beim Lagerbüro. Ja, die essen die Fische. Das würde mich nicht wundern. Unseren mühsam geschaffenen Vorrat aufessen. Na gut, hier sieht man ja von hier oben sowieso nicht mehr. Naja, von hier oben kann man leider auch keine Steine gewinnen. So, meine Gute. Schnaufst ja hier so schön entlang. Ist irgendwie darüber. Hier, kannst du das mal... Hallo? Ist alles steil. Guck mal, wie steil das ist. Hilfe. Ja, von da vorne ist es günstiger. Ah gut. Wir müssen erstmal runter. Wir sind jetzt oberhalb von Daves stiller Lichtung im Prinzip. Ja, wir müssen von hier oben kommen. Das hilft einfach nichts. Best mit Fackeln dann. So. Jetzt sind wir oberhalb der Gleise. Brauchen wir nur noch den passenden Punkt. Das ist wahrscheinlich sehr weit vorne. Ja, ich verstehe auch nicht, warum sie diese Thematik rausgenommen haben, dass wenn du in der Hocke bist und du gehst einen Hang runter, dass du dich da nicht verstaubst. Warum sie das entfernt haben, das macht überhaupt keinen Sinn. Weil du dann ja besonders vorsichtig agierst, aber nö. Nee, das zählt nicht. Das ist ja fast wie Cheaten. Ja, hier runter. Das wäre ideal. Lustig ist, man sieht keinen Wolf. Okay, wir machen das mal hier an dieser Kante. Ja, ich weiß, wir haben noch nicht so viel dabei. Okay, was wir aber machen können, wir können hier schon mal 3 Liter Wasser ablegen. So viel wie möglich. Wie bitte, was? Die Handschuhe? Oh ja, da müssen wir was tun. Das ist klar. Okay. Ja, schon. Ah, es wird neblig. Es wird neblig. Komm. Die Steine würde ich gerne sammeln, aber es gibt hier keine Steine. Es ist zum Weinen. Ja, auch eine Nachspawn-Zeit. Ja, ja. Steine gibt es nur einmal im Jahr.
Junge. Die haben wir ja schon durchsucht. Achso, ich wollte gerade gucken, ob er Steine hat, aber der war ja leer. Okay. Ja, da müssen wir uns mal um die Kleidung kümmern. Das hilft leider nichts. Gott, dann gehen wir ins Inventar. Was machen wir noch? Prozente. Socken, ja, okay. Jeans, ja, ganz wichtig müsste man auch mal. Da könnte man wahrscheinlich schon. Ja, ja, 30% schon längst. Auch schon längst. Na gut, die ist, das andere ist alles eher weiter weg. Ja, das Hemd, das weiß ich nicht. 35% kriegst du da und du kommst ja eh nur auf ein halbes Grad. Wenn das kaputt ist, ziehen wir es aus und fertig, da, weißt du. Weil das halbe Grad hin und her, das sind dann 5 Schritte oder so, die du dann mehr hast. Ja, das wird so nichts. Wirklich viele Steine haben wir bisher noch nicht zusammenbekommen. Vielleicht 15. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da oben abgelegt habe. 3. Das ist nicht viel. Ja, komm, lass uns mal hier runter klettern. Gut. Einmal hinunter. In den Nebel. Ja, okay, gut. Bevor wir es wieder nicht schaffen, weil die Madame wieder leicht schräg steht. Meine Wasserwaage in den Schuhen sagt, es ist nicht eben. So. Schmelz für die Schmatz, meine Güte. Ein bisschen Wasser haben wir ja dabei. Muss ich nur daran denken, dass da 3 Liter sind, dass ich da nicht nochmal mit 5 Litern weiter renne hier. Ja, besser, man hat mehr Wasser als weniger Wasser dabei. Mehr Wasser, ja, haben wir aus der Küstenstraße mitgebracht. So, liegen hier neue. Ja. Die Nachspawnzeit von Steinen ist relativ groß anscheinend. Zwei Hirsche. Ja, es sieht tatsächlich so aus. Dass Stöcke viel schneller spawnen als Steine. Gut, mit Stöcken können wir zwar keinen Haufen bauen, aber zumindest können wir uns warm machen, meine Güte. Hier sind jetzt lustigerweise gar keine Wölfe zu hören. Okay, vielleicht kann man mal... versuchen, da oben hinzukommen. Nachdem wir uns aufgewärmt haben, natürlich erst. Die Hütten am See. Okay, dann mach dich mal warm. In dem Bett. Tja. Ja, das hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn wir das nicht getan hätten, da reinzugucken. Okay. Ja, da gibt es nur Holz, das brauchen wir jetzt aber nicht. Das ist suboptimal, würde ich mal sagen. Nur ein bisschen. Aber es war fast zu erwarten. Das ist hier zu nebelt. Wo war denn eigentlich der Aufgang? Hier anscheinend nicht.
Ja, wir stochen im Nebel rum. Vielleicht hier. Mal gucken, zumindest ein paar Stöcke finden wir noch. Die lassen wir dann alle in der Eisfischerhütte. Fürs nächste Mal angeln. Aufnehmen. Ah ja, guck mal, hier gibt es reichlich Stöcke. Wird wahrscheinlich nicht lang dauern, dann sind wir jetzt schwer. Hier sind keine Steine zu sehen. Ne, es ist, die ganze Zeit hast du tonnenweise Steine, wenn du dann mal welche brauchst. Also wirklich brauchst, dann nicht. Wenn gut zur Not, kann man das Zeug auch alles auf den Boden legen. Das geht auch. Das ist jetzt, wäre jetzt nicht das Problem. Ich war jetzt nicht gezwungenermaßen ein Steinhaufen, aber ich würde jetzt zumindest mal hier oben lang gehen. Einfach, dass ich hier oben mal war. Ja, ich denke, hier ist Ende Gelände. Hier runter. Sehr steil auf jeden Fall. Habe ich jetzt nicht so das Interesse. Na komm, lass uns plus minus dahin zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Ich glaube, das bringt uns weiter. Ja gut, es wird jetzt auch tatsächlich abends, das heißt, wir sollten sowieso mal den Rückweg planen Richtung Lagerbüro wieder. Ah ja, da unten sind die anderen Hütten. Ja, hier scheint aber tatsächlich kein... Achso, das war ein Fußabdruck. Keine Wölfe zu sein, man hört gar nichts. So. Stöckchen her. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir das am nächsten Tag mal, dass wir das Zeug mal alles raufschaffen. Zu diesem Punkt, wo wir da schon ein bisschen was abgelegt haben. Und wenn man dann einen Tag hätte, wo es nicht so stürmisch ist und wo vielleicht jetzt nicht dichte Suppe ist. Das ist ja auch, hat ja auch so seinen Zweck, dass man sich da im trostlosen Marsch dann nicht verläuft. Junge, Junge, wir kriegen aber richtig viel Steine zusammen. Stöcke. Steine. Mal der Vater wieder der Wunsch des Gedanken oder so ähnlich. Okay, plus minus in die Richtung. Man sieht wieder mal die Bäume. Das ist wieder diese Nachbearbeitung. Guck mal. Hirsche im Nebel. Und schnell weg. Ja, irgendwo da drüben kräht. Das ist die Eisfischerhütte. Ja, wo ist sie denn? Da ist sie. Keine Sorge, meine Gute, wir werden da heute nicht nochmal aktiv. So, 47. Da kommen wir zumindest ein bisschen weiter. Ja, 4 Steine. Ich glaube, das sollte man sich eher aus dem Kopf schlagen. Okay. Ist das Wasser noch da?
Ja, das ist noch da. Okay, alles klar. Ach so, ich kann dir das Wasser ja auch rausholen einfach. Stimmt. Welche Seite ist das hier? Müsste eigentlich die linke Seite sein. Naja, guck mal. Ja, mir fällt doch gerade ein. War das jetzt in dieser oder der letzten Folge? Ich glaube, es war in dieser Folge. Wo ich ja den Topf daneben gestellt habe, neben das Feuer, weil ich das Wasser nicht verschwenden wollte. Ja, haben wir ja gar nicht. Kannst du ja aber rausholen. Ja, ja, wir sind auch demnächst zu Hause. Und wir werden dann uns mal ein bisschen versuchen, um die Kleidung zu kümmern. Weil das sollte man schon noch punktuell aufmöbeln. Noch mehr Steine. Wir kommen trotzdem nicht zusammen. Das kann man vergessen. Aber vielleicht ist das was für die Zukunft. Beziehungsweise, wenn du Pfeil und Bogen hast, eigentlich auch wieder nicht. Aber vielleicht braucht man irgendwo dann mal woanders noch einen Steinhaufen. Dann ist es gar nicht so schlecht, wenn man schon ein paar zusammen hat. Did I say I hate being cold? Because I really do. Ja, wir kommen doch schon näher. Was ist denn nur diese Ungeduld? Ich zähle mich jetzt auch nicht zu den Geduldigsten, meine Güte, aber so viel habe ich dann doch schon. Locker. Da kommt jetzt gleich das Lagerbüro. Halt die Steine da rein. Wie viele Kalorien sind da drin? 900. Das ist ja nicht schlecht. Achso, das war ja auch ein Barsch natürlich. Haben wir genügend Wasser? Die haben wir nicht. Gut, dann brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Ja, wir brauchen leider Stoff. Eieieiei. Aber kein Stoff. Da müssen wir halt hier ran. Gut. Okay. Dann versuchen wir das mal. Schnappt ja schon mal die anderen Angelzeuge. Also ja, da braucht man ein Messer. Und nicht nur ein Jagdmesser. Okay, wir fangen mit an, wo es eh klar ist, dass wir es reparieren müssen. Ja, genau, fang einfach an. Fang einfach an. Gut, Jeans 88%. Jacke, ganz wichtig. 1 Stunde 4, ne? Hoffe ich, dass du das schaffst hier. Ach, na toll. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, okay. Dann isst du jetzt halt den. Warte mal, wenn du 9 Stunden hast, brauchst du nicht den ganzen Fisch. Du brauchst nur 2/3 Fisch. Also sowas. Na, es war zu viel. Okay, gut. Dann reparierst du halt am nächsten Tag. Okay, ja, Sonne ist noch nicht komplett aufgegangen. Da müssen wir noch kurz warten. Wir werden. Ja, Jacke und Handschuhe müssen wir noch reparieren. Dann schnappen wir mal das ganze Geraffel, was wir haben, was wir ins trostlose Marschland schaffen wollen und bringen das mal rauf auf den Punkt, wo wir heute waren. Und vielleicht ist schönes Wetter ohne Sturm, dann könnte man den Fackeltrick probieren. Ansonsten, ja, nehmen wir halt Streichholz. Wir haben 18. Damit kommen wir ja schon. Haben wir eigentlich notiert, was wir haben? Oder eher nicht? Nö. Stoff, okay. Laptop. Nee, das sind nicht die Informationen, die ich dachte, ja. Aber wir haben zur Not auch noch welche, aber das müsste eigentlich reichen. Dann müssen wir uns mal durchfackeln zu Spensheimer, damit wir endlich mal an Pfeil und Bogen kommen. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.